Mein Gott. Ja, ich bringe ganz herzliche Grüße aus Prenzlauer Berg vom Bürgerverein Burgkiez Würzelfurde. Wir sind nicht nur, wir fühlen uns nicht nur schuldig mit einer Besetzung, sondern unterstützen das auch solidarisch von Anfang an, weil wir haben vor 4 Jahren die Kurt-Tucholsky-Bibliothek besetzt und haben erreicht, dass diese Bibliothek nicht geschlossen wird. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen seitdem diese Einrichtung selber betreiben. Wir haben also deshalb diesen Bürgerverein als juristische Person gegründet und betreiben mit über 30 Leuten, hauptsächlich Frauen, auch eine ganze Menge Rentnerinnen dieser Einrichtung und haben also auch wirklich Erfolge zu verzeichnen, zunehmend Leute zu uns hinkommen, dass wir die Leseförderung ausbauen. Wir werden also auch bei uns eine Aktion nochmal starten, insbesondere gehe davon aus, dass das Problem bald gelöst ist, dass dann hier die Volkssolidarität vielleicht der Hausherr ist und dann wird ein noch viel größerer Kraftakt notwendig sein, um dieses Haus eben auf Vordermann zu bringen, dass es also auch den Bundesgesetzen entspricht. Ja. Und ein anderer Punkt ist, sage ich mal, es ist hier exemplarisch auch nochmal aufgezeigt worden, dass es unbedingt notwendig ist in dieser Stadt und darüber hinaus, dass sich solche Projekte und die Leute miteinander verbinden, damit keine soziale, keine Jugendeinrichtung, keine Seniorenfreizeitstätte und kein Jugendclub mehr zugemacht wird. Im Gegenteil, in Pankow waren 19 Bibliotheken, jetzt haben wir noch 8 Bibliotheken, das ist ein Kulturverfall. Es gibt zu wenig Orte, wo sich Leute überhaupt noch treffen können. Dadurch sag mal, ist auch eine Entsolidarisierung unter den Leuten. Wir brauchen mehr solche Einrichtungen und ich wünsche uns viel Erfolg bei den weiteren, sag ich mal, Aktionen, die auch gestartet werden. Und vielen, vielen Dank an alle, die sich hier beteiligen.